Bonjour à tous et bienvenue sur Cubic. J'espère que vous allez bien. Herzlich willkommen bei Cubic. Ich hoffe, es geht euch gut. Leur nom de scène évoque une rue de New York en rapport avec le style de musique qu'ils affectionnent. Ihr Bandname erinnert an eine Straße in New York, deren Name auch etwas mit ihrem Lieblingsmusikstil zu tun hat. Als Gast haben wir heute, je vous propose de découvrir aujourd'hui Tin Pan Alley. Ich gehe mal zu Jean, dem Gründer der Band. Bonjour Jean, hallo. Bonjour. Welche Art von Musik macht ihr? Quel est votre style de musique? Alors, on est dans un style. Wir machen Blues, Funk und Rockmusik und mischen diese verschiedenen Musikstile miteinander. Qu'on déroule donc suivant ces différentes couleurs de musique. Et vous êtes au nombre de 7 aujourd'hui. Ihr seid zu siebt heute bei Cubic. Tout à fait. On est 7. Donc je vais vous présenter. Genau, wir sind zu siebt. Ich stelle meine Kollegen gerne vor. Sarah am Mikrofon. Donc Laurent am Keyboard. Jean-François am Schlagzeug. Yves Rimlinger. Yves am Bass. Marc Hillebrand. Marc und Aurélie am Mikrofon. Et Aurélie Hirt au Vocal. Et sans plus tarder, on avait Zeit zu verlieren, hören wir Missing the Good and the Bad von Shakura Saida. Voilà, donc une chanteuse canadienne. Sie ist eine kanadische Blues-Sängerin, die nicht jedem bekannt sein dürfte. Et qui fait donc des morceaux de blues. Missing the Good and the Bad, Tin Pan Alley. Oh boy, let me sad and blue. Oh boy, just don't know what to do. Forgive what we had, but here I go again, missing the good and the bad. Ever since you left me, life doesn't seem to make much sense. I've been getting by, but I don't know where my time is spent. I wake up confused, going out of my mind. My heart is hurting and I'm riding out of time. Oh boy, you left me sad and blue. Tired of running around and running up and but the pain keeps coming on. My friends are telling me to let you go, but without your love, my heart will be no more. Oh boy, you left me sad and blue. Oh boy, left me sad and blue. Oh boy, just don't know what to do. Oh boy, try to forgive what we had, but here I'm again, missing the good and the bad. Oh,
Allez, met Missing the Good and the Bad. Aurélie et Marc, venez me rejoindre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Come to Mia. Ihr spielt von Blues über Rock bis zu Funk. Wie kam es dazu? Alors, vous passez du blues au rock. Vous allez du blues au rock en passant par le funk. Pourquoi ce choix? Alors en fait, c'est un choix parce que donc tous les musiciens viennent d'horizons. Das kommt daher, dass jeder von uns andere musikalische Wurzeln hat. Uns erzählbar ist, dass jeder seine Wurzeln in unserer Musik wiederfindet. Der Name Tin Pan Alley kommt von einer Straße in den Vereinigten Staaten, die so heißt. Dort kamen viele bekannte Musiker zusammen, um alle möglichen Musikstile zu spielen. Dort entstand die Rockmusik und vom Blues bis Jazz gab es dort viel afroamerikanische Musik. En fait, cette rue, c'était la rue dans laquelle le rock est né, du blues jusque. Alors, ça s'est transformé en musique afro-américaine pour certains, c'est passé plus sur le jazz, voilà. Donc, le but, c'est de pouvoir retranscrire ça. Oui? Oui, j'avais quelque chose à rajouter. Au départ, nous nous sommes rencontrés dans le but de créer un spectacle. Zu Anfang sind wir zusammengekommen, um eine Show zu kreieren. Die verschiedenen Coversongs sind dazu bestimmt, von verschiedenen Bühnenbildern während der Show begleitet zu werden. Das ist fast wie ein Musical mit Musikern und Darstellern. Angesichts der Vielfalt der Bühnenbilder brauchen wir nicht zwingend Lieder verschiedener Musikrichtungen, um verschiedene Emotionen zu transportieren. La diversification, on peut dire ça, ouais. Des scènes, on avait besoin justement de morceaux de différents styles pour accompagner différentes émotions et moments du spectacle. Justement, eure Auftritte sind nicht nur Konzerte, sondern richtige Spektakel. Was steckt dahinter? Donc, Tin Pan Alley, ce n'est pas que du concert, c'est aussi du spectacle, un spectacle visuel. Expliquez-moi cela. Alors justement, comme ce spectacle et cette comédie musicale est en chantier, on peut dire ça. Da dieses Musical-Konzept noch in Arbeit ist, benutzen wir in der Zwischenzeit drei Hintergründe in den Farben Weiß, Blau und Bunt. Weiß nehmen wir oft für Rockmusik, Blau für Blues und Bunt für Funk. Mais pour qu'il y ait une liaison entre les différents morceaux, on a décidé de les mettre dans trois panneaux de couleurs, si vous voulez. Il y a le bleu, le blanc, le bleu et le coloré. Donc, on serait plutôt dans le blanc. Es gibt eine Verbindung, die sich während der Show zwischen den Liedern entwickelt. Im Moment bleiben wir bei unserem Repertoire, bis die Musical Show fertig ist. Les différents morceaux pendant les spectacles et on garde pour le moment le répertoire pour tourner et faire des concerts avant que de finaliser le spectacle théâtre. Oui, c'est ça en fait. Donc on sur le spectacle au niveau visuel au jour d'aujourd'hui. Für unsere Show benutzen wir auch heute schon Bilder. Bilder, die uns jedes Mal mit ihren Farben in ein anderes Universum eintauchen lassen. Wir versuchen auf der Bühne mit den drei verschiedenen Bildern Emotionen zu wecken, sodass es nicht nur die Musik, sondern auch etwas Visuelles gibt. Par vraiment on essaye au niveau de la scène de créer trois tableaux distincts et de façon à ce qu'il y ait des ascenseurs émotifs et que finalement il y a pas que de la musique qui est aussi du visuel. Das hast du besser gesagt als ich. Genau das wollte ich sagen. Die Gruppe hat also ein künstlerisches Ziel. Le groupe a donc une vraie démarche artistique. Natürlich. Oui. Oui, effectivement, en fait, le but c'est vraiment de pas reprendre. Unser Ziel ist nicht nur Lieder zu covern. Wir wollen, dass die Leute von unseren Shows etwas mitnehmen. Sie nehmen die Erinnerung mehr oder weniger als Bild mit.
Der Rest liegt im Empfinden des Einzelnen. J'ai appris quelque chose. Après, chacun a à apprendre ce qu'il a envie d'apprendre, mais en tout cas, que la personne puisse se souvenir au moins d'une image. Après, le reste, c'est à la sensibilité de chacun. Jedes Jahr spielen wir ein Weihnachtskonzert für die Tafel im Kongresszentrum Burghof in Vorbach. Als wir das erste Mal gemacht haben, hatten wir Angst, dass es vielleicht nicht funktionieren wird in dem Sinne, dass die Leute vielleicht nicht bereit sein würden, Rockmusik zu hören. Aber es lief gut. Es war eine Herausforderung für uns und wir hoffen, dass nächstes Jahr noch mehr Leute da sein werden. Es waren noch Plätze frei. Bien fonctionné. Donc c'était un défi qui a été relevé et on espère que l'année prochaine il y aura encore plus de monde. Il y avait encore de la place quand même. Vous ne voyez que des reprises, ce n'est pas un frein à la création. Ihr spielt nur Coverversionen, schadet das nicht der Kreativität? Non, parce qu'on s'approprie, déjà les morceaux. Wir machen uns die Lieder passend. Wir nehmen einige Arrangements des Originals und fügen andere hinzu. Dadurch sind die verschiedenen Musiker musikalisch und menschlich verbunden. Und daraus entsteht der Sound unserer Band. Musicalement, humainement, les différents musiciens. Et afin de créer un son de groupe, on parle de son de groupe. Donc, on peut considérer que tous ces morceaux sont wir sind anpassungsfähig. Titel, mit denen wir angefangen haben, spielen wir jetzt nicht mehr. Andere kommen neu hinzu. Mit dem Sound der Gruppe werden wir vielleicht unsere eigene Musik machen und damit unsere Show veredeln. Pourra éventuellement créer notre propre musique et greffer ça dans le spectacle. Und welches Feedback habt ihr vom Publikum bekommen? Comment le public réagit-il à ce message? En fait, il réagit plutôt bien, puisque justement, comme j'expliquais avant, quand on a fait le spectacle. Das Feedback ist gut. Bei dem erwähnten Weihnachtskonzert wollten wir das Publikum für Rockmusik begeistern. Und obwohl am Anfang alle auf ihren Stühlen saßen, standen nach und nach alle auf und dann gab es kein Halten mehr. Es hat bisher immer funktioniert. Et on a joué dans des circonstances toujours différentes et ça a toujours, pour l'instant en tout cas, on espère que ça continuera, mais ça a toujours fonctionné. Wir brauchen keine verrückten Musiker. Wir haben ganz klar auch nicht die Besten, aber wir haben Herz. Und das findet man nicht zwangsläufig bei den technisch versierten Gruppen. Pas forcément dans des groupes qui soient très techniques, par exemple. C'est ça. Bon, il y a la surprise, l'effet de surprise, parce que tu parles de rock, mais... On est dans trois registres différents, ou même soul. Wir hatten Anfang auch Angst, wie die Leute darauf reagieren, wenn wir von Summertime zu Highway to Hell von AC/DC wechseln. Das kann schon überraschen. Aber es kommt gut an und der Überraschungseffekt ist positiv. Das gibt uns ein wenig Originalität. Ça peut être, oui, voilà, ça peut être surprenant, mais en fait, ça a été bien reçu et l'effet de surprise est positif et justement, ça peut-être une originalité de ce cover band. Alors on enchaîne à présent avec deux morceaux à la suite. Je vous propose de nous en parler un peu plus. Bevor ich euch wieder auf die Bühne schicke, sagt mir noch schnell ein paar Worte über die zwei nächsten Titel, die ihr uns mitgebracht habt. Alors la première chanson qui va être interprétée maintenant, ce sera Little Ring, qui sera donc chantée par Sarah. Qui vient der erste Song ist Little Ring, den Sarah für uns singen wird. Sie ist gerade erst in unsere Band gekommen und wir freuen uns, sie begrüßen zu können. Das erweitert unser Spektrum. Das zweite Lied. Et donc le deuxième morceau, Max, donc c'est toi qui vas le chanter. She's too good for me, von Sting. Voilà, donc nous on va rester en. Wir werden hier bleiben und Sarah zuhören. À toi, Sarah. Und weiter geht's mit Little Wing, de Jimi Hendrix, et She's Too Good For Me, de Sting. Smiles she gives to me free.
clouds with a circus mind. That's funny, right? Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. Oh, she anything so bad that's riding in a rain. Thousand smiles, she gave to me free. It's alright, it's alright, she says. Take anything you want from me, yeah.
Tin Pan Alley. Allez, je retrouve Jean pour la fin. Ici. Jean, was kann ich euch für die Zukunft wünschen? Je crois savoir que vous avez quelques souhaits ou rêves. Oui, bah, enfin, ce qu'on souhaiterait, c'est. Wir wünschen uns, bei einem grenzüberschreitenden Austausch mitzumachen oder selbst etwas dieser Art in Forbach entstehen zu lassen. De choses qui existent déjà ou peut-être de créer quelque chose ici sur Forbach. Voilà. Wir wünschen euch viel Erfolg. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Avant de se quitter, quel est le titre de votre prochain morceau? Dallas Song für heute ist. Alors, c'est Summertime. Donc une version, Summertime von George Gershwin, aber in einer etwas anderen Version. Wir fangen mit Keyboard und Gesang an und dann mal schauen. Voilà. Donc on va partir au clavier et au vocal et ensuite vous aurez des surprises. Merci. Chers téléspectateurs, notre émission se termine avec Tin Pan Alley. Merci d'être venu sur ce plateau. Liebe Zuschauer, unsere Sendung ist nun leider fast am Ende. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank an Mosaïque TV, Cristal TV 8, dem MKN und OKTV Südwestpfalz. Merci donc à nos partenaires. Zum Abschluss hören wir Summertime mit Tin Pan Alley. Bis nächste Woche. Machen Sie es gut und tschüss, Ihre Stefanie Siebering. Tin Pan Alley. Gonna rise up singing, and you spread your wings and fly to the sky.